Herrschaften, willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Unser heutiges Thema heißt: Wie beschreibt man ein Gas makroskopisch? Eine Aufgabe der Thermodynamik ist es, Systeme zu beschreiben. Besonders einfache Systeme sind gasförmige Systeme. Wie beschreibt man ein Gas makroskopisch? Das heißt, ohne Modellvorstellungen, zum Beispiel mit einer mathematischen Gleichung. Ein Einkomponentensystem kann repräsentiert werden durch eine Fläche im PVT-Raum. Bei hohen Temperaturen und niedrigen Dichten, also in diesem markierten Bereich, ist das Einkomponentensystem homogen gasförmig und kann besonders einfach beschrieben werden. Wenn wir diesen Bereich herauszoomen, haben wir das Zustandsdiagramm eines Gases, genauer eines idealen Gases oder perfekten Gases. Wenn wir ein Gas untersuchen, stellen wir einfache Beziehungen fest zwischen den Zustandsgrößen P, V und T, Druck, Volumen und Temperatur. Wenn wir zum Beispiel die Kompressibilität Kappa untersuchen, so wie das vor einigen hundert Jahren Boyle und Mayotte getan haben, wenn wir also untersuchen, wie das Volumen vom Druck abhängt, dann stellen wir fest, dass bei konstanter Temperatur eine Verdoppelung des Druckes eine Halbierung des Volumens bewirkt. Wir können auch sagen, Druck und Volumen sind umgekehrt proportional. Das Produkt P mal V ist eine Konstante. P1 mal V1 gleich P2 mal V2. Das ist das Boyle-Mayotte Gesetz. Daraus kann man die Kompressibilität eines Gases einfach berechnen. Wenn wir das Boyle'sche Gesetz grafisch darstellen, erhalten wir im PV-Diagramm folgende Abbildung. 1 ist der Ausgangszustand, großes Volumen, kleiner Druck. 2 ist der Endzustand, kleineres Volumen, größerer Druck. Die beiden Punkte liegen auf einer Hyperbel mit der Gleichung P mal V gleich konstant. 2 bar mal 12,4 Liter. Ist genauso groß wie 1 bar mal 24,8 Liter. Die gleiche Darstellung im PVT-Diagramm ist eine isotherme, eine Schnittlinie, rot gezeichnet, durch die Zustandsfläche. Bei höherer Temperatur würde die isotherme in dieser Form verlaufen. Wenn wir den thermischen Ausdehnungskoeffizienten Alpha eines Gases untersuchen, kommen wir zu den Gesetzen von Charles und Gay-Lussac. Wenn wir den Druck konstant halten und die Temperatur verändern, verhält sich das Volumen proportional zur Temperatur. Doppelt so hohe Temperatur in Kelvin bedeutet doppelt so großes Volumen. Damit kann man einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten Alpha berechnen. V proportional T. Ähnliches gilt bei Veränderung des Druckes bei konstantem Volumen. Hier gilt, der Druck ist proportional der Temperatur, wenn das Volumen konstant ist. Das ist das sogenannte Charles'sche Gesetz. P durch T ist konstant, P ist proportional T. Wenn wir dies grafisch auftragen, erhalten wir eine Gerade. Zustand 1 entspricht einem niedrigen Druck. P1 bei einer niedrigen Temperatur, Zustand 2 einem höheren Druck bei einer höheren Temperatur. Die beiden Zustände liegen auf einer Nullpunktsgerade. Bei 0 Kelvin, also minus 273,15 Grad Celsius, würden sowohl der Druck als auch das Volumen eines idealen Gases verschwinden. Auch die Charles'schen Isochoren oder Gay-Lussac'schen Isobaren können wir in das dreidimensionale Zustandsdiagramm einzeichnen. Es ergeben sich Geraden auf der gekrümmten Zustandsfläche. Wenn wir Druck und Temperatur konstant halten und nur die Stoffmenge eines Gases ändern, dann kommen wir zu einer ganz einfachen Beziehung, nämlich Volumen V proportional Stoffmenge N. Eigentlich trivial. Ein Mol eines Gases haben die Hälfte des Volumens von 2 Molen eines Gases.
Das molare Volumen oder Molvolumen eines Gases hat aber eine ganz besondere Eigenschaft. Avogadro hat festgestellt, dass das Molvolumen eines Gases unabhängig von der Gasart immer dasselbe ist. Das Molvolumen eines Gases bei Standardzustand beträgt 24,8 Liter pro Mol, das Molvolumen bei Normzustand 22,4 Liter. Gleiche Anzahl von Gasteilchen nehmen offensichtlich gleiche Volumina an. Wenn wir diese vier Gasgesetze kombinieren, erhalten wir das sogenannte ideale Gasgesetz, welches diese Zustandsfläche im PVT-Raum mathematisch beschreibt. Das ideale Gasgesetz ist eine Funktion von zwei Variablen. Wenn wir formulieren P gleich RT durch Vm, beschreiben wir den Druck P als Funktion der Temperatur T und des Molvolumens Vm. Die Proportionalitätskonstante R ist die universelle Gaskonstante und für alle Gase identisch. Aus dem idealen Gasgesetz kann man problemlos durch einfache mathematische Umformung das Galeazzi'sche Gesetz ableiten oder das Marolles-Majotsche Gesetz ableiten. Grafisch entspricht dies Projektionen auf die PT-Ebene oder die PV-Ebene der ursprünglichen Zustandsfläche. Das ideale Gasgesetz beschreibt die Zustände aller Gase und Gasmischungen. Häufig wird es mit PV gleich nRT formuliert. P der Druck, V das Volumen, N die Stoffmenge, T die Temperatur und R die Gaskonstante. In SI-Einheiten beträgt die Gaskonstante 8,34 Joule pro Mol und Kelvin. Alternativ können wir R auch zu 0,082 Liter Atmosphären pro Mol und Kelvin formulieren. Wenn wir nicht die Stoffmenge N, sondern die Anzahl der Gasteilchen groß N angeben wollen, müssen wir in der Gleichung statt der Gaskonstanten R die Boltzmann-Konstante klein k berücksichtigen. Mit dem idealen Gasgesetz sind wir in der Lage, jeden beliebigen Zustand auf dieser Fläche zu berechnen. Mit dem idealen Gasgesetz kann man die Molmasse eines Gases ermitteln. Ein gasförmiges Stickoxid mit einem Stickstoff-Sauerstoff-Verhältnis von 1 zu 2 hat entweder die Formel NO2 oder N2O4. Eine Untersuchung eines Zustands dieses Gases unter Verwendung des idealen Gasgesetzes kann hier Klarheit schaffen. Wir ermitteln die Masse einer Probe dieses Stickoxids, ermitteln Druck, Volumen und Temperatur und können daraus die Molmasse ermitteln. Die Molmasse ist ja der Quotient aus Masse M und Stoffmenge N. Und N ist nach dem idealen Gasgesetz PV durch RT. Zusammengefasst ergibt sich diese Formel. Nach Einsetzen der Werte in SI-Einheiten errechnen wir eine Molmasse von 0,092 Kilogramm pro Mol oder 92 Gramm pro Mol. Es handelt sich offensichtlich um das Gas Distickstofftetroxid N2O4. Das ideale Gasgesetz gilt auch für Gasmischungen. Wenn wir den Gesamtdruck dieser Mischung ausrechnen, nehmen wir die gesamte Stoffmenge, multiplizieren mit RT und dividieren durch V. Wenn wir uns alle Komponenten bis auf eine wegdenken, dann können wir ebenfalls einen virtuellen Druck ausrechnen. Dalton nannte diesen Druck den Partialdruck. Der Partialdruck der roten Komponente ist der Druck, den die Komponente ausüben würde, wenn sie alleine im Volumen vorläge. Jede Komponente einer Gasmischung besitzt einen Partialdruck. Die Messung des Partialdruckes erfordert zwar etwas Aufwand, man benötigt einen selektiven Drucksensor, aber zur Berechnung lässt sich die einfache ideale Gasgleichung verwenden. Wenn wir den Partialdruck in Relation setzen zum Gesamtdruck, erhalten wir den Quotienten aus Stoffmenge Ni zur Gesamtstoffmenge, also den Molenbruch Y. Die Partialdrücke Pi addieren sich, genau wie die Stoffmengen, zum Gesamtdruck bzw. zur Gesamtstoffmenge. Und das sind die beiden Formulierungen des Daltonschen Partialdruckgesetzes.
Eine wichtige Gasmischung ist Luft. Trockene Luft besteht zu 78 Mol% aus Stickstoff und 21 Mol% aus Sauerstoff. Bei einem Gesamtdruck von 1 bar beträgt der Partialdruck von Stickstoff also 0,78 bar und der von Sauerstoff 0,21 bar. Lassen Sie mich zusammenfassen. Die Zustandsfläche eines Gases im PVT-Diagramm ist mathematisch gut beschreibbar durch die ideale Gasgleichung. P gleich RT durch Vm. In Gasmischungen können wir die Partialdrücke PI definieren, die sich zum Gesamtdruck addieren. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.